Schnorr-LP. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir nehmen uns Fallout 3 diesmal vor. Wir starten mit einem neuen Spiel. Ein neues Spiel starten. Jo. Ich hatte das vorher nochmal probiert, ob das auch alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Seit Anbeginn der Menschheit, als unsere Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen entdeckten, wird Blut vergossen. Im Namen Gottes, der Gerechtigkeit oder einfach aus tobendem Wahnsinn. Im Jahre 2077, nach Jahrtausenden bewaffneter Auseinandersetzungen, konnte sich die destruktive Natur des Menschen nicht länger aufrechterhalten. Die Welt stürzt in einen Abgrund nuklearer Feuersbrunst und Strahlung. Aber es war nicht, wie einige prophezeit hatten, das Ende der Welt. Vielmehr war die Apokalypse lediglich ein Prolog für ein weiteres blutiges Kapitel menschlicher Geschichte. Der Mensch hatte die Welt zwar zerstört, doch Krieg bleibt immer gleich. Anfangs blieb Tausenden der Horror des Untergangs erspart, weil sie Zuflucht in gewaltigen unterirdischen Schutzräumen, den Wards, gefunden hatten. Doch als sie wieder nach oben kamen, wurden auch sie von der Hölle des Ödlands empfangen. Alle, außer die in Ward 101. Denn an diesem schicksalsschweren Tag, als Feuer vom Himmel regnete, fielen die gigantischen Stahltore von Ward 101 ins Schloss, um sich nie wieder zu öffnen. Hier wurdest du geboren. Hier wirst du sterben. Denn Ward 101 wird nie jemand betreten und nie jemand verlassen.
mal sehen. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Wir sind natürlich ein junger Mann. Ein Junge? Ein Junge. Wir haben einen Sohn, Catherine. Einen wunderschönen, gesunden Jungen. Oh, James. Wir haben es geschafft. Ein Sohn. Unser wunderschöner Sohn. Du hast eine tolle Zukunft vor dir, mein Sohn. Da bin ich mir sicher. Na, wen haben wir denn da? Hallo. Ich bin dein Papa, kleiner Mann. Papa. Du brauchst noch einen Namen, nicht wahr? Deine Mutter und ich haben uns unterhalten. Was hältst du davon? Nochmal kurz zum Eingang vom Video. Ich möchte meinen, der Sprecher war auch der Sprecher von Hellboy. Und wir heißen natürlich Schnorrer. Das Wunder der Geburt. Das ist ein schöner Name. Meinst du nicht? Ja. Passt perfekt zu dir. Oh yes. Anscheinend ist die Genprojektion abgeschlossen. Mal sehen, wie du aussiehst, wenn du erwachsen bist. So, ja, bleiben wir mal weiß. Bevor ich das Gesicht mache, würde ich gern die Haare bestimmen. Was ich mal komisch finde, wenn man wirklich in der Endzeit lebt, hat man, glaube ich, nie so eine wirklich dollen Haare, weil es macht einfach Sinn, die kurz zu halten, wegen Flöhen oder sonst was. Ich glaube, deswegen bleibe ich einfach bei dem sauberen Schnitt. Haarfarbe, was haben wir denn? Blondiert, ach du Gott. Braun, dunkelbraun. Platinblond, das ist nicht dunkelblond, hellbraun. Ich glaube, ich bleib bei kastanienbraun. Gesichtsbehaarung, Raubart. Hier sieht er irgendwie nett aus. Da sieht er böse aus. Böse? Nett. Böse. Nett. So viele Bärte. Da hatten wir bei den Frisuren aber nicht so viel Möglichkeiten. Genosse. Gut, ich glaube, dann bleiben wir einfach bei dem Raubart. So, und jetzt noch das Gesicht. Nein! Ach, verflucht. Sauberer Schnitt ist drinne. Haarfarbe. Gesichtsbehaarung. Okay, ich hoffe, bei zufällig haut er mir das alles nicht wieder weg. Ja, gut, das bleibt so. Überzeugt mich alles noch nicht wirklich. Er guckt mir fast ein bisschen zu böse. Ist immer so komisch. Aber ich glaube, ihn können wir nehmen. Ja, er gefällt mir. Du wirst deinem Papa sehr ähnlich sein. Naja.
Siehst du das, Catherine? Oh, sehr, sehr stramm. Da draußen ist eine große Welt voller verschiedener Menschen. Wie steht's mit dir? Was für ein Mensch wirst du werden? James? Ist einfach. James? Catherine? Etwas. Sie hat einen Herzstillstand. Herzmassage beginnen. Das Baby muss hier raus. Schnell! Schnell! Mama? 1001. 1002. Los doch! Ein Moment, Catherine. Ein Moment, du und ich. Okay. Du, wir brauchen einen Arzt, keinen Fahrgast. Wenn jetzt? Sie meine Erweiterung nicht erfüllen, auf James. Sieh nicht genau ins Licht, meinst du schon. Das ist eine Information und ein paar Spielzeuge, die dich hier unten gewöhnen. Mein Zuhause. Komm hierher, mein Sohn. Komm schon. Mama! Mama! So, wir können uns jetzt hier bewegen, sind als Baby unterwegs. Komm zu Papa. Du schaffst es. Mama. Du schaffst es. Ja, ja, als Kind kann man schon... Etwas weiter. Mama. Komm zu Papa. Du schaffst es. Und zack. Hier drüben. Du schaffst es. Verdammt, geht halt nicht. Komm zu Papa. Du schaffst es. Ach, das klappt. Okay, ein bisschen Übung können wir ihn auch anwerfen. Schubladen können wir scheinbar so nicht aufmachen. Mit Y ist es aber ein bisschen merkwürdig, der dicht lieber die linke Maustaste hat zum Interagieren. Okay, die Tür knacken können wir nicht. Ah, das ist auch der Ach, der will uns in den Knast bringen. Du schaffst es. Ich will da eigentlich. Hier, du kannst da pennen. Ich bleib hier. Du schaffst es. Noch etwas weiter. So. Hier drüben. Na gut, wollen wir mal nicht so sein. Du schaffst es. Sehr gut. Meine Güte. Gerade mal ein Jahr alt und geht schon wie ein Profi. Deine Mutter wäre stolz auf dich. Hör mal zu, ich weiß, dass du es nicht magst, wenn dich Papa allein lässt. Aber du musst dich einen Moment mit dir selbst beschäftigen. Du bleibst hier, während Papa schnell in sein Büro geht. Ist schon okay, Kumpel. Ich bin gleich zurück. Mensch, das ist ja super hier. Nicht mal ein Teppich für uns. Du bist Special. Stärke steht für... Achso, es steht für Stärke. Ich bin so stark, ich kann mehr Spielzeug tragen und den ganzen Tag Sachen mit mir rumschleppen. Aha. Okay. Perception steht für Wahrnehmung. Zur Wahrnehmung gehört alles, was ich schmecke, rieche, sehe und höre. Endurance steht für Ausdauer. Wenn ich mehr Ausdauer habe, kann ich länger spielen. Ich fühle mich immer gesund und habe ganz viel Energie. C steht für Charisma. Wenn ich viel Charisma habe, finden mich alle toll. Ich bringe meine Freunde zum Lachen und mag es nicht, andere zu hassen. Intelligence steht für Intelligenz. Ich bin sehr klug und kenne mich ganz toll in Mathematik und mit Wissenschaftssachen aus. Agility steht für Beweglichkeit. Ich bin flink und geschickt und bewege mich ohne Lärm zu machen. Und Luck steht für ganz einfach für Glück. Mir passieren dauernd die tollsten Dinge. So, ja, ich habe jetzt noch 5 Punkte. 1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, 35 durch 7. Ne, das kann nicht 35 sein. 15, das sind 40. Das geht schon wieder gar nicht auf, verdammt. Gehen wir noch rein für eine Stärke. Eine Ausdauer, Intelligenz, Beweglichkeit und dann mache ich mal nochmal Intelligenz.
kann nicht schaden. Fertig. Ich glaube, wir machen jetzt schon alles schneller, als wir machen sollten. Oh oh. Du bist ein richtiger kleiner Forscher, was? Ich geh raus! Es tut mir recht, weil ich versucht habe, dich einzusperren. Komm hierher. Nein! Ich möchte dir etwas zeigen. Vergiss es! Weißt du das? Das war die Lieblingsstelle deiner Mutter. Sie stammt aus der Bibel. Offenbarung 21, Vers 6. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Sie hat das immer geliebt. Na gut, komm schon. Mal sehen, ob deine kleine Freundin Amata mit dir spielen möchte. Nein, nein! Keine Mädchen, keine Mädchen! Verdammt. Überall wird man hier beobachtet durch die Fenster, selbst im Schlafraum ist ja schlimm. Schnell eingeschaltet und das arme Kind geblendet. Alles Gute zum Geburtstag. Zu glauben, er wächst so schnell. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Junge. Ich kann kaum glauben, dass du schon 10 bist. Ich bin so stolz auf dich. Herzlichen Glückwunsch, junger Mann. Ich muss dir nicht sagen, dass dies ein besonderer Tag ist, oder? Wenn du hier unten in Vault 10110 wirst, ist es an der Zeit, die ersten offiziellen Vault-Aufgaben zu übernehmen. Bitte sehr, als Aufseher überreiche ich dir hiermit deinen persönlichen Pip-Boy 3000. Mach dich damit vertraut. Morgen erhältst du deine erste Arbeitsanweisung. Viel Spaß bei deiner Party. Du wirst nur einmal 10. Genieß es. Oh Mann, du hast einen Pip-Boy. Ich wäre auch gerne 10. Erwachsen wird nun schnell. Okay, wir können raus, aber... Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Da ist uns aber eine Überraschung gelungen, was? Und dein Papa dachte, du wärst uns auf der Spur. Aber ich habe ihm gesagt, er soll aufhören, sich Sorgen zu machen. Du bist leicht zu täuschen. Du hast mich nicht ausgetrickst. Ich habe nur so getan, als ob ich nichts wüsste. Lüge. Großartige Party, Amada. Danke, dass du das für mich gemacht hast. War es das schon oder hat die richtige Party noch gar nicht begonnen? Wir sind mal nett. Bitte sehr. Aber dein Papa hat das meiste gemacht. Ich habe nur bei der Dekoration und so geholfen. Hey, wetten, dass du nicht erraten kannst, was ich dir zum Geburtstag schenke? Mach schon, rate. Ich habe keine Ahnung. Christine Kendall. Keine Ahnung, wer das ist. Ich rate. Na super. Ich hätte nicht gesagt, dass du auf Mädchen stehst. Du weißt, was ich meine. Also sei nicht gemein zu mir. Vielleicht sollte ich das jemand anderem geben. Jemandem, der Grognack der Barbar mehr mag als die fiese Christine. Die Frage ist, wie erkennt man den Unterschied? wir haben einen Comic oder so bekommen. Macht Spaß hier? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Söhnchen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Söhnchen. Danke. Na, macht Spaß? So, normalerweise ist die Farbe nämlich überall grün, aber ich habe es mir jetzt auf orange gestellt. Zusammenstellung, das ist unser Körper momentan. Keine Radioaktivität, keine Status-Effekte, Special. Das sind unsere Punkte. Okay, die Fähigkeiten. Das können wir uns später nochmal alles angucken. Waffen, Kleidung... Hilfe, Grognack der Barbar. Oh. Cool. Ich hab
habe keine Ahnung, ob das hier irgendwie Urheberrecht-Probleme geben könnte, deswegen lasse ich es mal aus. Okay, und hier sehen wir schon mal die Karte von Fallout 3. Das wird interessant. Lokale Karte. Ah. Okay. Upsala. So, ich würde sagen, dann machen wir mit der Party in der nächsten Folge weiter. Spitze bedanke mich. Bis dann.